Willkommen hier zum dritten Funken, den ich versuche. Und ich habe sie schon aufgelegt. Wir gehen gleich in diesen Raum hier. Stellen sie unten auf. Wir kennen den ja schon. So sieht's aus. Und der Krieger wäre als nächster dran in der Aktivierung, glaube ich. Den Akro-Token geben wir den Krieger, würde ich sagen. Und dann geht's schon los. Erster, die hier kommen noch vor, passiert nichts. Weiterhin greifen mich die hier an. Als erstes der hier greift an. Ich habe eine Magieverteidigung. Ein Schaden, der ist natürlich den Schritt schon nach hinten gegangen, der geht auch einen Schritt nach hinten. In diesem Fall lasse ich ihn stehen, weil hier würde er näher rankommen an die Figuren. Und, oder? 1, 2, 3, 4, hier wären es dann 1, 2, 3. Also würde ich sagen, bleibt er stehen, weil sonst ist er ein Nachteil. Ich spiele das gern so. Und bewegt sich einfach nicht in diesem Fall. Es passt schon so. Okay, schießt auf mich. Alles abgewehrt. Sehr toll. Dann der Ritter ist an der Reihe. Was macht er jetzt? Geht 1, dann geht er noch 2. Es kostet mich 2 Ausdauer. Und gibt. Versucht den hier zu töten mit einem blauen Würfel. Ja! Ja! 2 Schaden, tot, ein toller Move, Warte-Move vom Ritter hier, richtig toll. Und er hat noch die Aggro, das heißt, es geht wieder von vorne los, zack, die Gegner greifen an, der hier schlägt mich, was will der, kitzelt mich nur, abgewehrt. Der geht natürlich auf den Schurken, ein Ausdauer gibt er aus, weicht aus, das schafft er auch, ich sag, er schafft es locker. Ja, ausgewichen. Gut, dann ist der Schurke dran. Der Schurke, beziehungsweise Assassine. 1, 2, also 1 gratis. Dann gibt er noch 1, 2 aus, der geht gleich volles Risiko. Und nochmal 3 für den Angriff. Und 3 Würfel minus 1. Kann auch viel schlagen. In diesem Fall ist es kacke. Ich weiß, es ist zu früh, aber ich habe jetzt viel riskiert. Ich will meinen Glücksmarker schon verwenden. Ja, 3 Schaden minus 1. Dann ist er tot. Nervige Pest, mein schöner Glücksmarker. Dann, der kommt hoch. Der schlägt zu. Mein, es ist so toll, das Tanken hier mit so einer Ausrüstung. Einfach lustig, nichts passiert. Wechsel, regeneriere 2 Ausdauer und jetzt haue ich dem eins drauf mit 4. Bam, der ist tot. Der Akkumarker wechselt wieder. Der kommt dran, nichts passiert. Er regeneriert 2, bleibt stehen, macht nichts. Er ist wieder dran, geht zum Ritter. Wieder 3, 2 durch die Rüstung und 1 durch das Schild. Nichts passiert. Dann ist der Ritter wieder dran, regeneriert 2, gibt 4 aus. Und der ist Geschichte, 4 Seelen. So, dann sehen wir uns den Schurken jetzt mal an. Der bräuchte für die Axt 19 Glauben. Wir geben alle 4 Seelen aus und haben jetzt diesen schönen Morgenstern hier. Tauschen den gleich aus gegen den Estoc, weil ich will das Schild noch haben wegen dem Ausweichwürfel. Also eine tolle Verbesserung hier. Morgenstern statt Estoc. Okay, alles resetten. Die Seelen sind weg.
Jetzt kann der Sentinel auch kommen. Dann gehen wir hier hoch. Da waren nochmal zwei Schwertkrieger, glaube ich, hier und hier. Armbrustschütze hier. Jetzt gehe ich gleich in die Vollen. Ich bleibe da mal stehen, ist mir schon egal jetzt. Der geht hier hin. Akromarker gebe ich dem Assassin. Dann greifen die gleich mal an. Erster schlägt auf den Ritter. Passiert nichts. Der zweite nichts. Bogenschütze auf mich. Beziehungsweise Armbrustschütze. Drei Magieschaden. Ein Schaden. Da kommt gleich der Schaden. Den habe ich nicht resettet vorher. Der bleibt gleich liegen. Und geht eins zurück. Schurke an der Reihe. Der jetzt mit 1 gratis 2. Dann gebe ich noch 3 aus. Eine riskante Attacke. Komm, mach mal weg. Nein, sag mal, was ist... Ah, nein. Fehler. Wir haben eine neue Waffe. Für 3 bekomme ich 2 blaue Würfel. Na, also. Nichts mehr minus 1. Jetzt ist er tot. Gibt's kein minus 1 bei dieser Waffe. So schnell geht's. Dann sind die an der Reihe. Eine Würfel rein nach anderen. Zack, erster nichts. Zweiter nichts. Sie machen ja 4 Schaden. Ich wehre alles ab. Dann kommt der Ritter dran. Ritter schlägt für 4 Ausdauer. Schwarz und blau. Na, ich habe die Heilung drin. Der muss erstmal Ausrüstung wechseln. So, wenn er aktiviert wird. Und jetzt schlägt er zu. Einer weg. Der Encounter geht schnell. Dann, der schlägt mich. Mal die Türe zu machen. Da hört man die Maschinenzchen. Abgewehrt. Und der Schurk ist dran, regeneriert 2 Ausdauer. 1, 2 und noch 3 gibt er aus und versuchen wir gleich den wegzutöten hier. Ansonsten kann er sterben, aber der schafft das jetzt natürlich mit 2 blauen Würfeln. Tot. So, jetzt wird er aufgeräumt, Jungs. So, der Embermarker ist natürlich weg. Jetzt könnten wir auch noch die Rüstung vielleicht beim Schurken, der hat jetzt 22, das kostet mich 18 auf diesem Level. Ich würde sagen, gehe meine Seele aus. Ui, ein gehörter Ring. Aufrüstung für meine Rüstung könnte ich sogar machen bei mir, brauche ich aber 30 Decks. Deine Angriffe erhalten einen orangen minus 2. Der wäre toll. Warum nicht? Dann müsste ich hier ein Level hoch. Kann der eine Ausrüstung tragen? Nein, aber bei ihm wird es früher funktionieren. Ich müsste voll werden mit dem Ritter. Ha, ja, ziehen wir. Der ist echt gut. Noch eine Karte. Ein Bogen. 15 und 21. Der wäre vielleicht interessant. Reichweite 4. 15, 21. Das könnte der Assassin schon tragen. Und wir geben den Assassin ein Level Up auf Dex. Dann kann er den Bogen tragen und nimmt ihn als Zweitwaffe mit. Das ist doch mal echt eine Verbesserung wieder. Und dann geht es auch schon weiter mit dem schweren Encounter hier oben. Da haben wir jetzt wieder auf Schwert 1, 2, 3, da. Und
Diesen hier. Da geht es jetzt gleich voll ab. Wir kommen von unten. Der Hollow Soldier bleibt da. Dann haben wir noch den Silver Knight Great Bow Man. Wir stellen uns gleich so auf. Der Schurke hat natürlich als letzter war dran, das heißt der Ritter fängt an und den Akkotropen der Ritter natürlich. Jetzt wird fest gewürfelt hier. Die Gegner sind an der Reihe. Der kommt dran, passiert nichts. Der auch nicht. Und der hier kommt auch ran, passiert auch nichts. Der schießt auf den Ritter. Physischer Schaden nicht. Geht einen Schritt zurück. Geht einen Schritt zurück, bleibt aber auf schöner Distanz hier zum Ritter 1, also 1, 2, 3, hier wäre es dann 1, 2, also bleibt er stehen. Ja, jetzt ist der Ritter natürlich an der Reihe. Was macht er? Geht nach vorne. Natürlich haben wir Reset. Und weil er so stark ist, traut er sich gleich hier für 4 einen starken Angriff zu machen. Ja, einer ist weg. Gott sei Dank. Dann das ganze Spielchen nochmal. Der greift mich an. Abgewehrt. Der kommt dran. Abgewehrt. Die zwei hinten schießen auf mich. Abgewehrt. Der erste geht jetzt in derselben Entfernung, glaube ich. Das sind 1, 2. Das hier, wenn er hierher geht, wäre es dann nur eine Entfernung. Das heißt, er bleibt einfach nochmal auf Distanz und wäre es ein Nachteil für ihn. Dann der zweite schießt auf mich. Dasselbe nochmal abgewehrt alles. Dass der ist einfach imbar. Der ist einfach imbar. Dann ist der Schurke in der Reihe. So, was macht er? 1, 2, geht hier ran. An den Speck. Ein Ausdauer für einen Schritt mehr und 3 Ausdauer für 2 blaue Würfel. Angriff. 4 Schaden. Die brauchen 3 Schaden insgesamt. Also einer weg. Radiert. Die greift mit den Rittern. Der erste abgeblockt. Der zweite ab. Ne? Macht einen Schaden. Natürlich regeneriert der Ritter jetzt, wenn er dran ist, noch 2 Ausdauer. Und er gibt wieder 4 Ausdauer aus. Er kann sich's ja leisten. Zack, einer weniger. Hätte ich auch den killen können. So, Angriff, der Schwert abgewehrt, der Bogenschütze. Abgewehrt. Jetzt würde sich wieder eines weg von mir bewegen. In diesem Fall bleibt er noch stehen. Er bewegt sich ja von mir weg. In diesem Fall wäre es hier weniger Reichweite, aber er würde vom Schurken weggehen, was natürlich von Vorteil für ihn wäre. Das heißt, immerhin bewegte sich eines von mir weg. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen, sonst ist er zu nah dran bei mir. Und es heißt ja, er geht weg und nicht zu mir ran. Gut, ist dem Schurken ja auch egal. Dann ist er dran, regeneriert 2, gibt 3 aus, 2 blaue, 5 Schaden, tot. Wäre jetzt da gestanden, der Bogenschütze, wäre es auch egal, dann gehe ich eins ran und er ist auch weg. Und der greift an, kitzelt mich, bam, nichts passiert. Dann ist der Ritter wieder dran, regeneriert 2 Ausdauer, gibt 4 aus. Jetzt ist er schon fast erschöpft hier, aber das wird er ja wohl schaffen.
Ja, schön gemacht. Und Tod, 4 Seelen. Ja, dann gehen wir gleich hier rein zum Sentinel, alles löschen. Ich gebe jetzt hier, was brauchen wir für den Ring? Gebe ich ein Level aus. Das sind 2 Seelen für den Ritter. Obwohl es bei ihm hin, auch bei ihm macht Sinn eigentlich. Wir geben, was kann die, aber ich brauche da eine Rüstung, mit der ich ausweichen kann. Das wäre eh die hier. 24. Ah. Ja, mit Dex würde das fast passen. Dann gebe ich noch 2 Seelen aus. Und schauen wir, dass wir den Schurken noch raufkriegen. Und zwar auf. Boah, ich bräuchte Glauben auch bei ihm. Das funktioniert nicht so. Das haben wir eh gehabt, sowas. Genau. Sonst könnte er den Morgenstern nicht tragen und dann habe ich da weggeschubst. Ja. Den Glauben hätte ich schon. Ich bräuchte noch Stärke. Jetzt habe ich das schon gelevelt. Ich habe noch 2 Seelen offen. Hier brauche ich 30 für den Ring und hier brauche ich 20 für die Rüstung auf Stärke. Das ist schwierig, echt. Das ist schwierig. Ich gebe jetzt 2 aus und ziehe mal 2 Karten. Die erste, ein Breitschwert. Okay, richtig toll. Das ist richtig toll. Das Breitschwert. Da kann ich mich sogar noch mal bewegen beim Angriff. Bräuchte aber 30 Stärke, 28 Dex. Das ist zweihändig. Na, einhändig sogar. Uiuiui. In diesem Fall nehmen wir jetzt noch ein Effigy-Schild. Was kann das? Kann in Einhänder ausgerüstet werden, während du eine Zweihand in der anderen Hand trägst. Wow! Krass, du kannst blocken, obwohl du einen Zweihänder trägst. Wow. Ist auch cool, bringt mir aber jetzt nichts. Okay, dann gehen wir zum Sentinel und schauen wir, ob wir den jetzt mal schaffen. Encounter aufgedeckt, Sentinel ist da. Ich stelle mich gleich hier ran. Oder besser gesagt, wir stellen uns beide hier ran. Und dann geht es auch schon los. Der Krieger hat getötet, also ist der als nächstes dran. Den Akrotopen bekommt natürlich der Krieger. Ja, perfekt. Sentinel stürmt heran, pusht in seiner Bewegung den Schurken, es ist ihnen hierhin und den Ritter hierhin und Attacke auf den Ritter für 6. Ein Schaden, der ist von vorher noch drin, den lassen wir gleich. Dann ist jetzt der Assassine dran, geht ran hier, gibt 3 Ausdauer aus. Darf jetzt mit 2 Blaue angreifen, ohne Minus. Okay, der hat 2, das ist ein Schaden auf ihn. Weiter geht's. Akromaker bleibt noch beim Ritter. Er pusht am Anfang, seine Initiative pusht den um 1 weg. Zum nächsten geht er, ich habe den Akromaker, bam, zum Ritter, pusht ihn weg.
schlägt ihn für 6. 2 Schaden. Was macht der Ritter jetzt? Er rüstet sich mit der Heilung aus. Gibt 3 Ausdauer aus und heilt sich mal diesen Schaden weg. So, dann ist der wieder an der Reihe. Kommt dran, pusht mich. Attacke. 1 Schaden. So, Schurke. Zack, 2 Ausdauer regeneriert. Und der macht erstmal gar nichts. Der wartet ab. Dann Angriff auf den Ritter wieder, schubst mich. Warte mal, den Akkumarker hatte der Schurke. Das heißt, wir müssen das ein bisschen anders machen. Und der Schurke hat nichts gemacht, außer regeneriert. Wenn er mich jetzt schubst, das heißt, ich müsste mit dem Schurken eins wegbewegen. Jetzt kommt er rauf, schubst mich weg und greift den Ritter an. Einschauen. Dann ist der Ritter an der Reihe. Regeneriert 2 und macht erstmal. Ich würde sagen, der hält sich gleich nochmal für 3 Ausdauer, hält sich die 2 Schaden weg. Weil jetzt war eigentlich der Akkumark auf den Assassinen und jetzt ist er beim Ritter. Natürlich, und der greift den Ritter an, pusht ihn auf dieses Feld. Müssen wir natürlich so kiten, dass der nicht weit zu gehen hat, und Angriff. Alles abgeblockt vom Sentinel. Was will man mehr? Der Schurk ist an der Reihe. Regeneriert. Geht hin. Gibt 3 aus. Angriff. Jetzt kommt 4 Schaden. Das sind 2 effektiv. Toll gemacht. Was macht er jetzt? Er pusht weg, greift jetzt den Schurken an, weil der ja den Akrobarker hat. Und Schurke versucht auszuweichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann natürlich nach hinten losgehen. Weil ich habe auch kein Glücksding mehr. Oh, ich könnte mir aber auch den Schaden geben lassen, hab. Ja, ich glaube, ich gebe mir den Schaden. Das ist auf alle Fälle besser. Ja, er geht noch nach vorne, pusht mich und schlägt mich. Der Schurke versucht zu blocken. 2, 4, 6. Ich versuche die Ausweichbewegung, es muss funktionieren. Ich gebe 1 Ausdauer aus und weiche ihm aus. Komm, ich schaff's doch. Ja! Ja! Ausgewichen, ich darf mich ja vorher noch bewegen und da würde ich hier rauf gehen. Okay, Ritter ist an der Reihe. Geht ran. Wechselt vielleicht vorher noch. Darf regenerieren. Es ist blöd. Das ist blöd. Er wechselt vorher. Na, wir machen das jetzt ordentlich. Ich will den schaffen. Geht ran. Macht gar nichts. Er tankt einfach nur. Dann ist der Sentinel dran. Initiativ-Push. Hierhin. Dreht sich. Push. Greift den Krieger an mit dem Akkumarker. Alles geblockt, alles sauber. So, Schurke in der Reihe.
regeneriert 2, geht einen Schritt zurück. Dann Sentinel an der Reihe, greift den nächsten Gegner an, das wäre natürlich der Ritter jetzt, obwohl der Schurke den Akkermarker hat. Blocken wir, er geht nach vorne. Ich push mich hier hinüber. Ein Schaden. Ritter an der Reihe, regeneriert. So, Sentinel ist wieder dran. Kommt nach vorne, pusht mich. Angriff, abgewehrt und wir sehen schon, Assassin an der Reihe regeneriert. Jetzt könnten wir 2 Schritte laufen, wäre ich hier, dann 3 ausgeben, dann wäre ich hier und dann müsste ich wieder so knapp ausweichen, das ist ganz schlimm. Ich muss es nochmal durchhalten. Ja, macht. Er macht nichts. Sentinel greift an. Schlägt. Na? Da muss was machen, der Schurke. Sonst geht der und haut den auf den Schurken mit Reichweite 1. Das ist jetzt blöd. Das heißt, der Schurke bewegt sich doch um 2. Er gibt eine Ausdauer aus. Jetzt ist er der Nächste und er geht zum Ritter. Ritter pusht sich hierhin, schlägt den Ritter. Alles abgewehrt. So, Ritter ist an der Reihe. Ritter bewegt sich hierhin. Oder? Nein, Ritter bewegt sich hierhin. Genau. Das war's. So, Sentinel an der Reihe schlägt also noch den Ritter. Macht mit seiner 1 Reichweite. Nichts passiert, Wahnsinn, ein Tanker, Wahnsinn. So, dann Schurke an der Reihe. Alles ist weg bei ihm. Ich muss hier mit voller Werte zuschlagen, sonst kann mich der killen. Das heißt, oh. Ja, das riskieren wir jetzt. 1, 2, sonst kriegen wir da keinen Schaden. Und noch 3 für den Angriff. 2 blaue Würfel. Ja, 2 Schaden. Dann kommt der Initiativpush von ihm. Hierauf. Und dann schlägt er den Schurken. Der Schurke hat jetzt noch 2, 4, 6 Leben zur Verfügung. Und das wäre nur ein Blank hier. Er entscheidet sich abzuwehren. Ja, er bekommt 5 Schaden. Schaden und hat es geschafft. Ritter ist an der Reihe. So, was macht der Ritter? Der gibt 3 Ausdauer aus und hält den Schurken 4 Leben. Geht eins nach vorne und schlägt einmal zu. Hätte ich ja vorher auch schon ein paar Mal machen können, habe ich aus lauter Hetze vergessen, dass der ja auch mit einem Würfel zuschlagen kann und Schaden machen kann. Aber wie gesagt, in der Eile passiert natürlich nichts, man muss da schon den Dreier würfeln. Passiert nichts, Sentinel pusht mich, dann Sentinel bewegt sich, pusht den Krieger, greift den Krieger an und
macht sogar einen Schaden. Jo, jetzt der Schurke dran, regeneriert sich um 2. Wenn ich doch nur den Glücksmarker hätte, das ist so riskant. Wahnsinn. Gehen wir Risiko oder gehen wir nicht Risiko? Gehen wir nicht Risiko. Schurke bewegt sich nach hinten, hat den Akkumarker natürlich nicht. Und der ist der nächste. Sentinel pusht den Krieger. Der stellt sich hier an. Und macht Schaden. Ein Schaden. So, der ist an der Reihe. Der Krieger geht einen Schritt zurück, regeneriert 2 Ausdauer und heilt sich für 3 Ausdauer den Schaden weg. Dann ist Sentinel dran, kommt eins nach vor und greift den Krieger an und den Schurken. Das wäre jetzt nicht schlimm, der Schurke würde es überleben. Genauso passt es. Aber dafür, wen machen wir den Schurke? Das ist spannender, machen wir den Schurken als erster. Er gibt ein Ausdauer aus, aber wenn es nicht schafft, überlebt das auch nicht. Ach, er schafft es. Ja, er hat es geschafft. Ja, was für ein Risiko. Jetzt war es mir egal, echt. Und dann auf ihn hier. Du, 3 Schaden. Jetzt hat er aber getroffen, mein lieber Schwan. Ja, dann Schurke, zack. Und Ausdauer regeneriert. Jetzt geht er ran. Wir gehen jetzt auf volles Risiko, damit das Ganze nicht so dauert hier. Und machen mal Schaden. Mit 2 blauen Würfeln. Ich hoffe, dass er dann nochmal ausweicht. Das wäre cool. Fünf. Das heißt, er bekommt 3 Damage. Dann ist er auf 8. Was macht der Sentinel jetzt? Jetzt wird es interessant. Der pusht mich. Als erstes wächst der Initiativ-Push. Dann kommt er ran und pusht uns beide weg. Ich würde sagen, so und so, und schlägt dann den Dieb, der versucht auszuweichen. Ja, ich habe es geschafft. Er ist ausgewichen, darf sich ja noch bewegen bei der Ausweich und bewegt sich um 1 weg. So, jetzt ist der Krieger dran. Also der Ritter. Was macht der eigentlich jetzt? Gibt. Soll ich ihm den Rest geben? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der gibt 3 Ausdauer und heilt sich. Bleibt stehen. Sentinel. Bam, pusht. Zack, Schaden, blocken, ein Schaden, kommt durch, das war's. Ja, das wäre echt heftig, ey. Puh, 2 Ausdauer regenerieren. Ich sag, wir gehen auf Nummer sicher. Und zwei Schaden. Das könnte sich ausgehen. Sonst müsste ich noch 2 Runden warten. Dann ist der Krieger wieder dran. Ja, jetzt machen wir echt auf Nummer sicher. Ich bewege mich hierhin.
Der Sentinel hat kein anderes Ziel, schlägt auf den Krieger. Ja, sorry, mir ist leider die Kamera ausgefallen und von daher muss ich das Ganze jetzt noch anfügen. Und ich habe ja gemerkt, ich hätte euch auch hier das Ganze noch ein bisschen höher stellen können, damit man das sieht. Aber ich glaube, der ganze Kampf hat sich sowieso hier in diesem Bereich abgespielt. Ich glaube, wir waren gerade hier, der hat mich gepusht. Bewegt sich also hier hin, pusht mich darunter. Und das hat mich jetzt irritiert, dass die Kamera ausgefallen ist und greift mich an. Ein Schaden geht. Dann ist der Ritter dran. Regeneriert 2 Ausdauer. Bleibt stehen. Okay? Wer geht ran? Pusht mich. Greift mich an. Ich habe den Akro-Token. Alles abgewehrt. Was für ein Block. Also 8. Acht, 8er Block. Passt. Ja, dann ist jetzt er dran. Ja. Der könnte jetzt rangehen. Dann gibt er 3 aus. Und ich hoffe, dass er ihn tötet, sonst wird es echt knapp. 3, das wäre ein Schaden. Das wäre nur ein Schaden. Das ist gerade nicht so geil. Ja, okay. Ein Schaden. Jetzt ist er auf 9. Fuck. Jetzt schlägt er auf den Schurken. Geht. Also erst macht er Initiativ-Push. Dann hier runter Push. Und jetzt muss der Schurke ausweichen. Sonst ist der Kampf im Arsch. Ja! Ja! Ausgewichen! Ja! Ja! Okay, gut. Jetzt ist der Krieg an der Reihe. Regeneriert 2 Ausdauer. Was der jetzt macht, wird brutal. Er gibt 4 Ausdauer aus. Schlägt jetzt von hinten zu mit diesen 2 Würfeln. Ja! Und der Sentinel ist besiegt. Der bekommt noch einen Overkill drauf und der legt 4 Seelen auf mein Konto. Und wie ich die 4 Seelen dann ausgeben werde, seht ihr dann im nächsten Video und auch den Bosskampf dazu. Das zeige ich euch dann, wie der Bosskampf jetzt mit meinem Equip verläuft. Ich hoffe, er verläuft gut und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.